Moin Moin, herzlich willkommen liebe Leute zu einer weiteren Folge Pizza Connection 3. Und zwar mit der Überlegung, einen weiteren Laden zu öffnen. Und zwar hier vorne. Für Touris, eine ganz schöne Stelle. Aber ich glaube, es gibt auch noch weitere schöne Stellen. Ja. Das ist eine Oper. Oper. Hier haben wir noch wieder für Arbeiter. Also das hier ist auf jeden Fall ein super Arbeiterrestaurant. Und auch Touri-Restaurant. Also das ist eine sehr schöne Stelle hier eigentlich. Ich guck mal gerade, gibt es noch direkt nebenan vielleicht einen schönen... Irgendwo hier muss auch das Warenhaus sein. Versteckt sich gerade, ich sehe das Warenhaus nicht. Wer ist mit dem Restaurant am Eiffelturm irgendwo oder hier am Stadion? Stadion ist natürlich mega von Studenten besucht. Und die Arbeiter haben auch Bock auf Fußball. Polizei patrouilliert, okay, direkt in der Polizeistation, kann man sich ja sicher fühlen. Gehen wir erstmal wieder auf Play, ne? Ansonsten kommen wir ja gar nicht voran. Das war die Kirche, da kommen aber die Alten. So. Hier ist der Eiffelturm, da dachte ich natürlich, das ist wahrscheinlich das Mega-Touri-Ziel einfach. Da können wir die Super-Touri-Pizza machen. Wo ist denn hier der nächstgelegene Laden? Der hier, den möchte ich pachten. Und der ist so günstig. Gibt es noch einen besseren, größeren, tolleren Laden hier? Nee, der ist zu weit weg. Ja, ich würde den hier pachten. Bei Pizzen, das Level haben wir eh gleich raus. Sizilia. So, machen wir. Jetzt gehen wir mal auf die einfache Spielgeschwindigkeit, damit wir hier einen... Ja, wir nehmen mal einen Architekten, oder? Mal zeigen dementsprechend, dass man auch einen Innenarchitekten beauftragen kann. Zur erreichende Zielgruppe sind bei uns hier die Touris. Möbelqualität können wir nur 12.000 kosten uns die Einrichtung. Dann haut er das aber voll. Hotz, die Schotten. Sehr nice. Passt ja. Ja, ein bisschen Licht vielleicht noch in die Ecken. Sieht da immer ein bisschen schöner aus. Also ein paar Lampen hier noch irgendwo. Dekomäßig rumstehen. Mehr haben wir hier noch gar nicht zur Auswahl. Gut, perfekt für Touris eingerichtet. Jetzt müssen wir noch hier gerne irgendwie mal gucken, wie wir hier Öfen geschickt verteilen. Warte mal. Wir nehmen einfach die. Finde ich ein bisschen schicker. So, hier kommt einer hin. Hier kommt einer hin. Zwei soll erstmal reichen. So, dann machen wir Fachpersonal. Dann machen wir erst die Speisekarte, oder? Also, und die läuft ja gut. Pizza Tittenfisch kommt auch hier mit drauf. Oh, die ist für 8 Zutaten, Pizza Tittenfisch. Das ist heftig. Das haut echt rein. Aber die Touristen mögen es. Ich will jetzt noch mal eine weitere Pizza machen. In diesem Laden. Nehmen wir mal so eine krumme Pizza. Dann checken wir jetzt hier noch mal, was wollten die Touris. Die Touris mögen Mozzarella, Gouda, Curry und Knoblauch. Und Fleisch wollten die ja gerne haben, ne? Also. Touris kriegen ein bisschen Salami. Aber ich mag solche Scheiben. Also solche Scheiben für die Touris. Dann was ist das? Grufti. Arbeiter. Grufti. Wir machen ja für die Touris. Achso, das sind also, dann zeigt er uns tatsächlich auch schon mal an, glaube ich, welche er gerne mag. Hier ist der Touri. Wie viel ist das? 40 Gramm.
Und der Touri mag auch Gouda. 20 Gramm. Also haben wir nochmal 100 Gramm. Auf jede. So. Du wirst mit dem Touri war, mag er die noch nicht. Das ist eine gute Frage. Vielleicht reicht es ihm noch nicht wirklich an Fleischvariationen. Das heißt, hier kommen jetzt überall nochmal so ein bisschen Speck zwischen. Und auch der Touri braucht dringend Gewürze. Curry mag er sehr gerne. Das ist zu viel für den Touri. Zu viel scharf mag er dann auch nicht. Knoblauch mag er noch. Und vielleicht noch ein bisschen Oregano. Weil das haben wir ja auch auf der anderen Pizza verteilt gehabt. Touri ist wieder ins Minus gerutscht. Hat sich hier aber tatsächlich gar nicht geändert. Was denkt denn der Touri von der Pizza? Warum mag er sie nicht? Ich mag die Zutaten auf dieser Pizza. Was? So, nicht. Du magst Curry? Hast du. Du hast Fleisch? Ist das nicht sein Fleisch denn, oder was? Die Pizza, die Salami. Kann sein. Aber die Salami kriege ich jetzt ja nicht wieder weg. Richtig? Abbrechen. Ohne Ende. Chefkoch anrufen, macht er mir dann ein bisschen was allein, oder was? Da kann ich tatsächlich nicht genau sagen, was sein Problem ist. Irgendwas gefällt ihm nicht. Obwohl Knoblauch, Curry, Mozzarella und Gouda drauf ist. Egal, Pizza Touri. Auch hier gibt es sie wieder, die Pizza Touri. Ja, passt schon, machen wir mal 120. So, schließen. Und hier auf dem raufhauen auf die Menükarte, Pizza Touri, haben wir 11 Zutaten. Da ist nur eine neue mit dabei. Und vielleicht noch Hawaii, dann sind wir bei 13. Tonno sind wir bei 14. Die Worker Pizza haut so rein, ne? Dann sind wir bei 17. Ne, dann nehmen wir die Worker wieder raus. Und lassen wir es erstmal so. Angestellte brauchen wir noch. Gar nicht so gut hier, oder was? Wann ist denn die Hauptzeit? Ich weiß es nicht. Wir machen einfach mal einen durchgängigen Laden hier. Aber immer im Zweierschichtbetrieb, ne? Also fangen wir mal um 3 an. So, immer schön im Wechsel. Fanny, Lisa, Medi, guck mal, okay. Lea, Bastion, Tatjana. Ne, brauchen wir nicht mehr. Lieferanten.
Lieferanten müssen eigentlich immer arbeiten. Haben wir schon gemerkt, dass die unser größtes Problem irgendwie aktuell darstellen, die Lieferanten. So, laden es auf. Wir erwarten die ersten Gäste. Demnächst. Irgendwann. Dann könnte man hier noch diese... Hier ist noch eins, ne? Pachten. Haben wir schon gepachtet. So schnell ging das. Okay. Oh. 7.800 Miese. Wir haben viel zu viel Personal. Zwei Sterne. Naja, auf jeden Fall haben wir gleich das Level erreicht. Ich mache mal ein bisschen hier auf mittlere Spielgeschwindigkeit. Denke, dann geht es hier auch gleich mal los, dass hier die ersten... Also die Ware ist angekommen schon mal ein bisschen. Jetzt fehlen uns natürlich die ersten Gäste hier. Das ist gerade geschlossen noch, ne? Fangen wir erst um 3 an hier. Guck mal, da kommt das erste Fachpersonal. Laden es auf. Und ab jetzt strömen auch die ersten Leute rein. Jetzt verkaufen wir Pizzen in beiden Läden. Denke, da kommen wir relativ schnell raus. Du hast Mozzarella für Bonzen entdeckt und Salami für Bonzen. Schön. Also hier kommen auch mal ein paar Bonzen zu Gast. ...85 von 100. Wir haben noch 42 Stunden Zeit, um aus dem Miesen raus. Jetzt sind wir raus aus dem Miesen. Das ging schnell. Morgens um 7.30 Uhr haben wir schon genug Pizza verkauft, um aus den Schulden rauszukommen. Sehr nice. Hier rennen die Leute weg. Ja, noch kann ich keine... Sehr geehrter Herr Montago. Wer ist überhaupt Herr Montago? Ich war einst Geschäftspartner Ihres Großonkels hier in Paris. Eine sehr angenehme Geschäftsbeziehung. Und deshalb wage ich es auch, Ihnen eine solche vorzuschlagen. Es gibt 3 sehr traditionsreiche, aber seit Jahren geschlossene Restaurants in der Stadt. Da Sie schon gezeigt haben, dass Sie alte Restaurants zu neuem Ruhm führen können, schlage ich vor, dass wir uns um diese 3 Restaurants kümmern. Ja, kurz zusammengefasst, wir sollen 3 scheinbar weitere Restaurants pachten. Wir haben auch Konkurrenz, so wie es aussieht. Hier, das ist ein Foodtruck von jemand anderem. 3 dieser alten Restaurants stehen leer, müssen aber innerhalb der nächsten 20 Spieltage gepachtet werden. Deine neue Partnerin Pauline Baumann hat bereits 25.000 eingezahlt. Schön, kann gerne noch ein bisschen mehr einzahlen. Ich brauche noch mehr Geld, lieber Investor. Liebe Pauline, bitte überweis mir noch ein bisschen mehr. Rette das Ville de l'Amour. Ja, ist jetzt nicht so das Ding. Fortfahren. Das wäre das Erste. Das müssen wir auch retten. Rette das Le Eiffel. Aber wir haben doch schon eins. Und nicht das, was wir sollten. Ne? Schade. So, haben wir alles gepachtet. Gepachtet. Und schon haben wir es geschafft. Das war natürlich jetzt ein bisschen einfach. Wir brauchen, also das hätte ich jetzt vermutet, dass wir da auch noch ein richtiges Ziel hinkriegen. Von wegen ausbauen, mehr verdienen. Ja, kommt aber. Du bist jetzt also in Paris gelandet. Ich erinnere mich. Die Franzosen. Ja, das Kleeblatt, ein Restaurant, für das du Pacht bezahlst, soll es auch Einnahmen erwirtschaften. Statt alle Restaurants vollständig mit Einrichtung, Personal und Menükarte aus und eröffne sie. Weise ihn möglichst auch Warenhäuser zu. Paris will essen gehen. Ja, also das ist unser nächstes Ziel. Wir haben natürlich jetzt hier Rede drüber. Marketing. Wir können forschen. Heißt, wir können ab jetzt auch Werbeflächen frei forschen. Das ist auch schon mal schön. Und schön auch, dass wir jetzt anfangen müssen, hier einzurichten. Das ist aber nicht so wild, Leute. Das machen wir einfach mit Architekten. Wir gucken nur einmal kurz immer so in die Region. Was ist hier Schönes? Hier ist eine Oper. Eine Oper ist für Touris. Ja, für Bonzen. Hier ist auch für Arbeiter. Also hier ist eigentlich auch wieder so ein Alles. Da kommt auch die Worker-Pizza dann auf jeden Fall hin. Also, wir gehen ins Architektmenü,
sagen, Innenarchitekt beauftragen für, machen wir mal für die Arbeiter hier. Kostet nur 4.800. Das ist ja eine Schnäppcheneinrichtung. Trotzdem so ein bisschen hier Lämpchen. Vielleicht erfreut das die Bonzen. Denn Küche müssen wir selbst einrichten, das macht er nicht für uns. So, einmal hier so ein Ofen. Einmal da ein Ofen. Haben wir. Denn hier raus, ab auf die Menükarte. Da hauen wir Pizza Burger rauf. Die 14 Zutaten, das passt gerade. Mehr würde er wieder meckern. Das finde ich ist auch nicht richtig abgestimmt. So, habe ich aber glaube ich schon mal erzählt, ne? Angestellte in diesem Laden. Machen wir das gleichen Spaß. Wir machen so wie in dem anderen da immer so einen Wechselbetrieb. Dass immer zwei da sind über den Tag. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind das dann insgesamt. Also Arbeiter gibt es ja auch wie Sand am Meer. Irgendwann neigen wir dazu, jeden hier zu nehmen. Gar nicht mehr so richtig drauf zu achten. Sind die gut? Sind die nicht gut? Arbeiten die überhaupt konsequent? Arbeiten die überhaupt gut? Und guck mal, sind schon so viele, dann fliegt das hier wieder raus aus der Übersicht. Das finde ich ein bisschen unglücklich. So. Ja, ich würde sagen, der Laden ist offen. Lokale Marketing-Spots erforschen. Wir sind in der Forschung. Das wäre der Laden Nummer 1. Dann gibt es hier ein passendes Warenhaus in der Nähe. Sehe ich jetzt gerade nicht. Sollte mal so. Ja, das ist unser, den haben wir ja schon lange. Den auch. Ich hätte doch aber noch weitere Läden anmieten müssen. Oder war das hier Le Eifel? Ja, hier hat er so einen kleinen Foodtruck, ne? Pizza Pierre Claudine. Konkurrenz. Na gut, aber ich würde sagen, dann sind wir schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like hinterlässt und wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann. Und tschüss.